die Aufgabe, eine Bronzekuhpuppe zu richten. Das ist für mich das allererste Mal, aber ich muss diesen hessischen Braunviehzüchtern herzlich gratulieren, dass sie 5 Kühe ausgestellt haben, vom 1. bis zum 5. Halb, und alle 5 Kühe sich auf allerbestem Fundament bewegten. Spenden Sie diesen 5 Züchtern einen kräftigen Applaus. Ich habe jetzt hier nur die Aufgabe, denn die erste und die zweite zu rangieren und die anderen zu besprechen. Für mich gibt es eine klare Siegerin. Sie steht hier ganz vorne. Diese wunderschöne Öpikuh, eine Erstlingskuh. Anzuziehen bitte mit dieser Kuh. Sie hat ein unheimlich gutes Alter und vor allem sehr viel Typ, sehr viel Länge und vor allem ein ganz perfekt gelagertes Becken. Und vor allem die noch mehr Kapazität war dann für mich ausschlaggebend, warum sie vor dieser zweiten rangierten Kuh geht, 182. Es ist auch ebenfalls eine Erstlingskuh, die sehr fein ist und vor allem sehr jugendlich wirkt und sie bewegt sich am allerbesten Fundament. Und vor allem hat sie auch sehr viel Glück und eine sehr offene Rippe, dass für diese Kuh spricht. Weiters im Ripp ist noch eine Drittkuh, die ein sehr drösiges Alter aufweist und sich sehr jugendlich wirkt. Hier dann noch mit Katalognummer 187. Die älteste Kuh im Ring. Sie ist eine Fünftkreuzkuh und vor allem besticht sie durch ihr ganz hoch sitzendes Alter. Und auch nach Katalog Nummer 186, die ein hervorragendes Skelett für eine Braunviehkuh aufweist. Herzlichen Glückwunsch diesen Züchtern zu diesen herausragenden Kühen. Danke vielmals.